Wir gehen diesen Pfad rauf. Da haben wir einen guten Blick auf alles. Blanche, Clément und Simon sind nicht nur Wanderer. Heute sehen sie sich den Wald an, den sie kaufen wollen. Er reicht bis zu dem Weg, aber nicht weiter. Nicht weiter. Und auf der anderen Seite bis zur Wiese. Dann hätte unser Grundstück eine Mulde. Sieht aus, als gehört die auch dazu. Ein großer Tag für ihren Verein. Nach monatelangen Verhandlungen hat man sich auf den Preis von 1000 Euro pro Hektar geeinigt. Sie haben mit ihrem Projekt überzeugt. In dieser kleinen südfranzösischen Stadt unterzeichnen sie den Kaufvertrag. Endlich haben wir für die 33 Hektar unterschrieben. Schön, dass wir uns mit den Besitzern einigen konnten. An die Arbeit? Ja. Bin sehr glücklich. Das ist nicht der erste Erfolg von Blanches Verein. 40 Kilometer entfernt hat er 4 Jahre zuvor etwas höher am Berg bereits einen anderen Wald gekauft. 500 Hektar. Die riesige Fläche ist heute das größte private Wildschutzgebiet Frankreichs. Hallo. Wie geht's? Gut, und dir? Alles klar? Kein Problem auf der Straße? Es ist der ganze Stolz von Aspas, dem Verein zum Schutz von Wildtieren. Alles gut, Jean-Luc? Komm. Sommer wie Winter halten Freiwillige hier Wache. Blanche arbeitet sie ein. Wir machen klassische Patrouillen. Überwachen und beschildern, wenn nötig. Aspas kauft Land, um es der Natur zu überlassen, damit es geschützt vor menschlicher Aktivität verwildern kann. Einziges Zugeständnis: ein markierter Weg für Wanderer. Der hier ist sichtbar von da. Der andere in der Kurve ist verdeckt. Sollten wir nicht mit einem Schild auf die Regeln hinweisen? Vielleicht ein grünes hier? Ja. Aspas kauft das Land mit Hilfe privater Spenden und seiner 13.000 Mitglieder. Blanche war zuvor im solidarischen Tourismus tätig und kam vor einem Jahr zu diesem Verein. Die halbe Woche ist das hier mein Büro. Es ist wirklich schön, unter solchen Bedingungen zu arbeiten. Ich komme aus Savoyen. Als ich noch klein war, bin ich oft in die Berge gegangen, um da herumzulaufen und Murmeltiere, Steinböcke und Gämsen zu sehen. Das gehörte zu meiner Kindheit und zum Alltag dazu. Ich war mir bewusst, dass ich ziemlich privilegiert war, in einem solchen Universum aufzuwachsen. Jahre später, als meine Tochter geboren war, da habe ich mir gewünscht, dass auch sie all das erleben kann, was ich erlebt habe. Als sie diesen Wald vor 4 Jahren gekauft haben, war er ein Jagdrevier. Heute ist die Jagd verboten. Doch die Gefahr ist nicht behoben. Die Metallstruktur da drüben, das ist ein ehemaliger Hochsitz. Es gab mal eine Leiter. Die ist der Jäger raufgeklettert und hat dann von der Plattform aus gejagt. Vor kurzem kamen Hunde ins Reservat und haben wild gejagt.
Sie haben Hunde reingelassen und als das Wild rauskam, haben sie geschossen. Man muss ständig Wache halten, vor allem am Wochenende und donnerstags. Ein Freiwilliger reicht nicht, man braucht mindestens zwei. Im Umfeld liegen viele Jagdgebiete. Wenn wir die Jäger darauf ansprechen, sagen sie, es sei keine Absicht. Die Hunde hätten sich verlaufen. Aber da es immer wieder vorkommt, glauben wir leider, dass es gewollt ist. Für die Naturschützer stellt nicht nur die Jagd eine Bedrohung dar. Innerhalb von 150 Jahren hat sich die Fläche der französischen Wälder verdoppelt. Gute Nachrichten auf den ersten Blick. Doch die Artenvielfalt ist in Gefahr. Der globale Holzverbrauch explodiert. Ein Wald zu haben, kommt da sehr gelegen. Er hat mittlerweile finanziellen Wert. Banken, Versicherungen und Pensionskassen besitzen heute die Hälfte aller französischen Wälder. Seit rund 10 Jahren sorgen neue Maschinen für eine nie dagewesene Rentabilität. Die Harvester. Sie fällen, entästen und zerteilen einen Baum in weniger als einer Minute. Sogenannte Kahlschläge gibt's immer öfter. Sogar Stümpfe werden entwurzelt, um Brennholz zu gewinnen. Dieser Industrialisierung begegnen Umweltschützer mit einer neuen Strategie, dem Grundstückskauf. Sie kaufen Wälder, um sie zu schützen. Der Natur ihre Rechte zurückgeben oder sie dauerhaft ausbeuten. Die Bürger erfinden neue Modelle und versuchen, diese für unsere Zukunft unverzichtbaren Ökosysteme stückweise zurückzuerobern. Nathalie Nollet ist Forstingenieurin. Früher war sie in der staatlichen Forstverwaltung tätig. Doch nach 10 Dienstjahren gab sie diesen Job trotz Prestige und Komfort auf. Ich habe die ONF verlassen, weil ich mit ihrem Vorgehen nicht einverstanden bin und mehr im Wald arbeiten will. Heute hat sie einen Termin in einem Wald in Corrèze. Auf dem Weg dahin zeigt sie uns ihren größten Albtraum. Auch deshalb engagiert sie sich. Alles kahlgeschlagen. Wir halten einen Moment an, um uns das Desaster näher anzusehen. Nach der Arbeit der Harvester gleicht das Land einem Schlammfeld. Hier sieht man die Spuren, die diese Maschinen hinterlassen. Mist, ich stecke fest. Wie man sieht, kommt man hier nicht leicht voran. Während des Lockdowns wurden hier überall Kahlschläge gemacht. Damit tut man dem Wald Gewalt an. Und zwar Böden und Bäumen gleichermaßen. Die ganze Biodiversität, Tiere genauso wie Pflanzen, hängt von ihnen ab. Es tut einem Waldboden nicht gut, wenn er ständig dem Tageslicht ausgesetzt ist. Die Böden werden dadurch unfruchtbar. Wälder sind die Luft, die wir atmen. Das Wasser, das wir trinken. Sie sind ein riesiger Partikelfilter. Mittlerweile werden sich die Leute dessen bewusst. Immer mehr Städter wollen zurück aufs Land, um der Natur wieder näher zu sein. Das ist ein echter Bewusstseinswandel. Deshalb ist Mobilisierung so wichtig. Auch Nathalie schützt Wälder, indem sie sie kauft. Ihr Verein bietet außerdem naturfreundliche Aktivitäten an. In Corrèze vertraut sie diesen Frauen ein neues Grundstück an, 1,5 Hektar groß. Sie hofft, dass es bald mehr sein werden.
Das Land ist 50 Hektar groß und verteilt auf 76 Eigentümer für 82 Grundstücke. Wollt ihr die 50 Hektar kaufen? Gerne. Wir wollen die Mikroparzellen zusammenführen. Fanny ist auch anderweitig aktiv. Sie hat eine Zimmereischule eröffnet, die Frauen vorbehalten ist. Ein selbstbewusster Schritt in dieser männlich dominierten Welt. Alle müssen noch viel lernen, um ihren Wald optimal zu behandeln. Nathalie gibt ihr Wissen weiter. Auf dem Boden liegt totes Holz, was enorm wichtig ist. Es gibt auch sterbendes Holz auf Baumstümpfen. Und das ist ebenfalls sehr wichtig. Denn durch totes Holz auf Baumstümpfen entsteht eine andere Biodiversität als durch totes Holz auf dem Boden. Nathalie erklärt, wie man Bäume erkennt, die erhalten bleiben müssen und welche man zur Herstellung von Balken fällen kann. Welche Kriterien gibt es? Ändern sie sich je nach Art? Gibt es grundlegende Kriterien? Schönheitskriterien. Eine riesige Buche oder eine riesige Eiche sind unter dem Aspekt der Holzqualität nicht unbedingt schön. Aber man muss bedenken, dass sie die ältesten aller umstehenden Bäume sind. Wenn im Wald ein Baum in größeren Schwierigkeiten steckt als ein anderer, geschehen unerwartete Dinge im Boden. Das heißt, wir stehen hier auf lebendigem Land. Nathalies Verein Forêt en Vie bestimmt, nur jeder vierte Baum darf gefällt werden. Sein Stumpf muss im Boden bleiben. Wie alle Projekte im Netzwerk, so beachtet auch Fanny's Schule diese Regeln. Hier erlernen Frauen das traditionelle Tischlerhandwerk. Eine anspruchsvolle Technik. Die Balken werden nur durch Holznägel zusammengehalten. Die Schule besteht seit 5 Jahren. Dank Forêt en Vie kann sie einen Teil ihres Rohmaterials selbst beschaffen. Wir arbeiten mit kleinen Sägewerken zusammen. Die können es sich aber nicht leisten, auf die Herkunft des Holzes zu achten. Ein Großteil stammt vermutlich von Kahlschlägen. Und das möchten wir vermeiden. Langfristig wollen wir genügend Wald besitzen, damit wir jedes Jahr so viel Holz schlagen können, wie wir für unsere Bauprojekte brauchen. Um ganz autonom zu sein, braucht Fanny's Schule noch 50 Hektar mehr. Nur wenige Holzfäller können Nathalies strikte Vorgaben einhalten. Wie Matthias Bonneau. Los geht's. Er arbeitet auf konservative Weise, im eigenen Tempo mit einer Kettensäge. Seinen Kunden, den Besitzern, ist die Zukunft ihres Waldes wichtiger, als kurzfristig Profit daraus zu schlagen. Im Gegensatz zu Kahlschlägen wählt Matthias jeden zu fällenden Baum sorgfältig aus. Wenn wir ihn entfernen, profitiert der Nachbar von dem frei werdenden Platz. Er kann sich dann ausdehnen und weiterwachsen, während der andere abgesägt ist. Ich versuch's da. Aber das ist riskant, weil man am Ast hängen bleiben kann. Aber ich versuch's trotzdem. Er will auf dem Grundstück 100 Bäume fällen. Achtung! Einen Monat braucht er dazu. Für einen Kahlschlag wäre es nur ein Tag.
Die Harvester machen Werbung für mich, weil sie oft viel ungenauer arbeiten als ich. Wo ich war, ist das Grundstück in einem guten Zustand. Und die Leute staunen. Das ist die beste Visitenkarte für mich. Wenn du die Finger in den unteren Teil der Kerbe steckst, bilden sie ein gleichschenkliges Dreieck. Das zeigt dahin, wohin der Baum fallen soll. Der Holzfäller achtet bei der Arbeit vor allem auf Setzlinge. Jene Jungpflanzen, die in Zukunft zu den Riesen des Waldes heranwachsen werden. Umstürzende Bäume oder Traktoren sind eine Gefahr für sie. Deshalb erkundet Matthias das Gelände mit seinem Kollegen Benjamin, der die abgesägten Bäume im Wald abholt. Dahinter? Zwischen... Dazwischen unten, wenn ich perfekt arbeite. Du bist perfekt. In 15 Jahren Holzfällerei hat Matthias gelernt, wie er vom Wald leben kann, ohne ihn zu zerstören. Der Wald ist eine Recyclingmaschine. Die mineralischen Elemente steigen aus dem Boden in die Äste auf, unterstützen die Photosynthese und wenn die Nadeln abgefallen sind, werden sie von Mikroorganismen verarbeitet, von den Wurzeln aufgenommen und dann fängt der Kreislauf von vorne an. Wenn man Zweige entfernt, entzieht man dem Kreislauf Mineralien und erschöpft den Boden. Bei der traditionellen Nutzung werden die Zweige zerkleinert und zu Heizprodukten verarbeitet. In den letzten 20 Jahren hat sich der Durchschnittspreis für Wälder verdoppelt. Nie wurden so viele verkauft. In allen Preisklassen und Größen. Eigentümer wird man heute mit einem Klick. Kleine Besprechung. Du hast noch einen Ordner, ausstehend. Eine Frau hat uns viele Infos zu diesen Grundstücken geschickt. In diesem Wettlauf der Käufer ändert Blanches Verein seine Strategie. Will sie nur dieses Grundstück verkaufen? Nein, diesen Wald da auch. 5 bis 6 Hektar. Okay. Das Ganze hätte etwas mehr gekostet. Vielleicht hätten wir es uns anders überlegt. Es geht nicht mehr darum, irgendwo irgendwas zu kaufen. Seit 3 Jahren verfolgt Aspas das ambitionierte Projekt eines Wildtierkorridors, der die Bergketten des Kontinents verbindet. Auch wenn man dazu Wälder außerhalb von Frankreich kaufen muss. Wir versuchen im kleinen Rahmen einen bescheidenen Beitrag zu einem Projekt für einen riesigen Korridor zu leisten. Der soll von Spanien ausgehend über die Pyrenäen, das Zentralmassiv mit der Montagne Noire und die Alpen führen. Von dort durch den Balkan bis hin zu den Karpaten. Im Rahmen dieses Projekts wird Aspas möglicherweise Land kaufen. Wir haben oft gekauft, wenn sich die Gelegenheit dazu geboten hat. Aber jetzt achten wir mehr auf die geografische Lage der Gebiete. Wir nehmen vor Ort Kontakt auf, verfolgen Anzeigen im Internet oder auf andere Weise und nutzen verschiedene Quellen, um relevante Kaufobjekte zu finden. Wir setzen auch mehr auf Erkundung. Blanche weiß, wo sie suchen muss. Aber die Aufgabe ist gewaltig. Aspas besitzt 1200 Hektar Wald. Der europäische Wildkorridor soll jedoch 800.000 Quadratkilometer umfassen.
Nathalie will nicht nur Land gewinnen, sondern auch Menschen. Dazu veranstaltet sie regelmäßig Waldcafés. Merci. Bei den offenen Treffen informiert sie über die Arbeit des Vereins. Die Anzahl der Interessenten steigt. Danke an alle, die neu hier sind. Wir wollen heute über den Wald sprechen. Egal, ob Sie wissen, wie ein Baum wächst oder wie ein Wald bewirtschaftet wird. Erzählen Sie einfach, was Sie inspiriert. Viele Einheimische und Zugezogene nehmen an Nathalies Rollenspiel teil. Wer meine Frage mit Ja beantwortet, stellt sich rechts von mir hin. Die anderen, die Nein sagen, stellen sich links hin. Die erste Frage ist ganz einfach, aber die Antwort ist es nicht. Also, glauben Sie, dem französischen Wald geht es gut? Wir fangen mit der Ja-Seite an, weil Sie andere vielleicht für Ihre Sache gewinnen werden. Ganz einfach. Im Mittelalter waren nur 7% der Landesfläche bewaldet. Heute sind es bedeutend mehr. Ja, aber von den 13% Forstflächen werden viele mit Monokulturen bewirtschaftet. Die führen zur Auslaugung der Böden, sodass man sie düngen muss. Wir wissen also gar nicht, wie viel davon Wald ist und wie viel Ackerland. Unermüdlich warnt Nathalie vor dem Raubbau an französischen Wäldern. Noch eine letzte Frage. Ist Holz ein ökologisches Material? Das ist ein Verkaufsargument. Was ökologisch ist, kann bedenkenlos verkauft werden. Es hat keine Auswirkung. Doch der Verbrauch des Materials wird ignoriert. Holz selbst ist ein nachhaltiger, nachwachsender Rohstoff. Es kommt jedoch darauf an, wie man die Wälder bewirtschaftet und das Holz nutzt. Schon Halbfertigprodukte wie Pellets haben eine katastrophale Kohlenstoffbilanz. Man wendet mehr Energie für die Herstellung eines Produkts auf, das verbrannt werden soll, als wenn man den Rohstoff selbst benutzt hätte. Alle erwarten, der Wald könne die Lösung für all unsere Probleme liefern. Aber das kann er nicht. Er kann weder alle Bedürfnisse befriedigen, noch unsere Probleme lösen. Vielen Dank, dass Sie bei dem Spiel mitgemacht haben. Zum Wohl! Immer mehr Menschen achten darauf und fragen sich, wo ihr Holz herkommt, wie es gewonnen wurde und ob es aus einem Kahlschlag stammt. Relevante Informationen zu finden ist jedoch schwierig. Man findet nicht unbedingt Antworten. Doch je mehr Fragen die Leute sich stellen, desto eher wird die Branche ihre Denk- und Arbeitsweise ändern. Matthias wählt eine andere Ausdrucksform, um seine Botschaft zu vermitteln. Zwischen zwei Einsätzen mit der Kettensäge schreibt er auf, was er täglich im Wald erlebt. Sie haben eine unterschiedliche Dynamik, vor allem in Bezug zum Licht. Manche wachsen mehr oder weniger schnell, Tannen dagegen brauchen unglaublich lange. Wie soll ich das nur alles in eine Zeichnung kriegen? Irgendwann lernt man, die Bäume zu erkennen. Sie haben nämlich alle eine eigene Silhouette. Matthias hat seine Erfahrungen in Buchform veröffentlicht. Chroniken eines Holzfällers im Laufe der Jahreszeiten. Ich dachte mir, die Leute kennen den Wald gar nicht. Holzfäller gelten als Waldschlechter. Aber da ich selbst mit der Kettensäge arbeite, weiß ich, dass das nicht stimmt. Da kam mir die Idee, ein Reisetagebuch im Wald zu führen. So, als wäre ich dort auf einer Reise. Ich erzähle, was ich über den Wald erfahren habe, wie man Forstwirtschaft betreibt, wie man einen Baum auswählt. Später habe ich Bücher daraus gemacht, weil ich all das teilen möchte. Ich will damit nicht überzeugen, sondern nur schöne Momente teilen. Und es klappt, denn die Leute sagen, das spricht sie an. Ich gebe meine Erfahrungen weiter. So mache ich auf dieses Thema aufmerksam.
Der Architekturstudent hätte sein Leben auch am Reißbrett verbringen können. Doch ein Ereignis ändert alles. Das ist mein Wald. Ein Erbe. Dieser Wald wurde in den 1960er Jahren von meinem Großvater gepflanzt. In den 80er Jahren hat sich mein Vater darum gekümmert, der Landwirt war. Als Kind war ich oft zum Fällen mit meinem Vater in diesem Wald. Wie viele Landbesitzer hier betreibt sein Großvater in den 1960er Jahren Monokultur und baut nur ertragreiche Fichten an. Der Wald war schon damals gefährdet, wie alle Fichten hier. Denn das aktuelle Klima ist ihnen etwas zu warm. Da habe ich angefangen, über die Forstwirtschaft nachzudenken. Was pflanzen wir an? Wie gehen wir mit kranken Bäumen um? Sollen alle gefällt werden oder gar keine? Matthias wird Holzfäller und will alles unternehmen, um den Wald seines Großvaters zu retten. Dazu passt er die Bepflanzung an die globale Erwärmung an. Und das heißt, Baumarten diversifizieren. Das ist eine Schwarzkiefer. Wenn es wärmer wird, muss man Alternativen finden. Eine Fichte. Da, eine Douglas-Tanne. Die ist auch von allein gewachsen. Und noch mehr Tannen. In einer solchen Umgebung spürt man die Dynamik der Pflanzen. Das ist das beste Geschenk, das der Wald einem machen kann. Man spricht hier nicht mehr von einem Fichtenwald, sondern von einem Mischwald, der von Douglas-Tannen dominiert wird. Auch Buche, Tanne und Fichte sind stark vertreten. Dieser Wald ist wesentlich komplexer als vorher. Wenn eine Douglas-Tanne krank wird, wenn die Buche die Hitze nicht mehr erträgt, dann bringen wir etwas Vielfalt ins Spiel. Und schon wird der Wald stabiler. Matthias Kunden schätzen seine guten Ergebnisse, auch in der Holzproduktion. Er ist ein Verfechter des Lebens. 2,81 Meter. Und hat kein Problem, Gewinne zu erwirtschaften. Wir verdienen unseren Lebensunterhalt mit dem Wald. Das Holz ist nicht unbedingt schön, aber das heißt nichts. Ich sehe das als Herausforderung. Wir betreiben nachhaltige Forstwirtschaft, können aber auch Produkte für die Industrie herstellen. Sein Holz geht an die kleinen Sägewerke der Region. Er hofft, andere Holzfäller zur Nachahmung seiner Arbeitsweise zu inspirieren. Im Naturreservat Vercors möchte Blanche wissen, ob sich das Ökosystem in den 4 Jahren seit dem Kauf erholt hat. Mit ihren Teams überwacht sie regelmäßig Flora und Fauna. Wir bringen oben im Baum eine Kamerafalle an. Sobald die Kamera Bewegung von einem Tier oder einer Person erfasst, erstellt sie Fotos, Videos oder beides. Das ist wie beim Angeln. Das Ergebnis ist eine Überraschung. Okay, kannst loslassen. Wir wollen mit Zahlen und objektiven Daten nachweisen, was der Wald hervorbringt, wenn er sich frei entfalten kann. Dank fehlender menschlicher Aktivität hat sich der Wald gewandelt. Ob Anzahl der Tiere, Kohlenstoffabscheidung oder Wasserqualität. Die Daten sollen zeigen, ob die Natur ihre Chance ergriffen hat. Ist das gefroren? Mal sehen. Okay. Oh, kaum gefroren. Wir müssen nicht weit gehen. Perfekt. Man braucht keine Axt, weil es nicht gefroren ist. Interessant. Die Wassertemperatur ist hier nicht so niedrig wie an anderen Wasserstellen, die komplett zugefroren sind. In geringerer Höhe gibt es Wasserstellen, die 5 bis 6 cm zugefroren sind. Hier komme ich direkt durch. Gut, dass die SD-Karte drin ist.
Auch Alexandra und Pierre Julien arbeiten und leben sogar hier im Reservat. Sehen wir uns die Bilder an. Das ganze Jahr sichten sie die Aufnahmen. Jetzt, zu Beginn des Winters, werden viele Tiere erfasst. Toll, ein kleines Reh. Ganz ruhig. Recht gut zu sehen. Groß, hm? Und wie? Gut genährt. Ermutigende Bilder für alle, die glauben, dass sich die Natur regenerieren kann, wenn der Mensch es zulässt. Wir haben hier nicht nur die Bestätigung, dass es Tiere in unserem Reservat gibt, sondern wir sehen auch, dass es ihnen gut geht. Zumindest auf den Videos ist keinerlei Stressverhalten zu erkennen. Man sieht, dass sie wirklich ruhig sind. Sie nehmen sich Zeit. Das sind wichtige Informationen für uns. Das Fell ändert sich. Blanche hofft, dass unter diesen Umständen die ursprüngliche Alpenfauna ins Reservat zurückkehren wird. Gämsen, Steinböcke und Wölfe. Besonders geschützte Naturgebiete machen in Frankreich nur 0,6% der Landesfläche aus. Weit entfernt von den Zielen der EU, die bis 2030 10% erreichen will.